und herzlich willkommen zu meinem Review über das Aqualibi in Belgien. Das Aqualibi ist ein Schwimmbad direkt neben dem Walibi Belgien, ähnlich wie das Plops Aqua neben dem Plops Antepanne. Wichtig zu erwähnen, das Schwimmbad ist wie gesagt außerhalb und nicht im Park. Ihr braucht kein Parkticket, um zum Schwimmbad zu kommen. Daher sind aber die Tickets für das Schwimmbad auch relativ gehoben. Sie sind nicht günstig. Vor wenigen Wochen, um genau zu sein, vor ca. 3 Wochen, haben diese wunderschönen neuen Rutschen eröffnet, die ihr gerade hinter mir sehen könnt. 4 sind es an der Zahl und ich wollte euch einfach mal ein Review geben, wie mir das Schwimmbad so gefallen hat. Wir beginnen mit den neuen Rutschen. Der Bereich heißt, soweit ich weiß, Surf Bay, Surfer Bay und hat mir vom Aussehen her schon mal recht gut gefallen. Es gibt eine geordnete Struktur, wie ihr die Reifen bekommt, wie ihr zu den einzelnen Rutschen bekommt. Und das ist schon mal besonders, weil das halt nicht viele Schwimmbäder zurzeit haben, zumindest nicht so geregelt haben. Kommen wir zu den Rutschen. Ich beginne mit Banseil. Das Ganze ist ein Watercoaster. Das heißt, ihr sitzt hintereinander, ihr müsst mindestens 2 Personen sein. Euer Boot hat auch einen Boden, das heißt, ihr könnt nicht den Boden mit eurem Po berühren, wenn man das erklären kann. Und ihr werdet nach oben geschossen, immer wieder. Ihr rutscht runter im Kreis relativ schnell und dann geht es wieder runter und wieder nach oben geschossen mit Wasserstrahlen. Das war, fand ich, noch die sanfteste von den neuen Rutschen und die langweiligste, auch wenn sie alles andere als langweilig war. Weiter machen wir mit Pomakai. Die Rutsche hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Trichterrutsche seht ihr da gerade türkis, weiß, wenn man das so sagen kann. Sie ist verdammt steil. Ihr seht auch da oben, wie steil es runtergeht. Wir sind abgehoben. Wir sind komplett abgehoben mit diesem Reifen. Wir sind auch, ich weiß nicht, 5-6 Runden gerutscht. Leider dürfte ich keine Onrides machen, deswegen seht ihr es nicht. Aber wir sind echt oft in diesem Kreis gerutscht. Es war wirklich, wirklich schnell. Hat mir gut gefallen. War vielleicht sogar die extremste Rutsche, die ich heute gerutscht bin. Auch neu ist Ricky Ricky. Eine Teppichmatten-Rutsche, wie die neuen Viking-Gloop-Rutschen im Rulantica. Also ihr habt auch eine Matte, mit der ihr auf dem Bauch runterrutscht. Von dem bin ich gar kein Freund, weil ich es nicht so gerne habe, mit dem Kopf herauszurutschen, weil ich das Gefühl habe, sehr unsicher zu sein und auch in den Kurven schnell ausbrechen zu können. Die rutschten auch in den Doppelanlagen, die rutschten nebeneinander, waren jetzt nicht so schnell. Am Ende hin wurde mal schneller, aber war auf jeden Fall angenehmer zu rutschen als die im Rulantica. Wenn ihr die im Rulantica lieber mögt, dann mögt ihr die hier wahrscheinlich eher nicht so. Jetzt aber zum äußerlichen Highlight. Eben habe ich schon Ricky Ricky erwähnt. Die Rutschnamen sind alle sehr interessant. Jetzt haben wir Waikiki. Ich muss es ablesen, weil ich absolut keine Ahnung habe, wie diese Rutschen heißen und die mir einfach zu schwierig sind zu merken. Aber ihr seht das. Ein riesiger Halfpipe, wo immer wieder Menschen rausgeschossen kommen. Wir warten mal kurz auf ein paar Menschen. Ich wette mit euch, zu 90% werden diese Menschen schreien. Warum, erkläre ich euch gleich, wenn da welche runtergerutscht sind. Es war zwar nur einer, wir sind zu zweit gerutscht, aber auch der hat am Ende noch geschrien, obwohl es ein kräftiger, starker Mann war, der nicht schreien darf, so wie es der heutige Gesellschaft davor vor sich her spricht. Jedenfalls sage ich so, wie es ist, ich habe auch geschrien. Ihr fahrt eine unfassbar schnelle Abfahrt ab, nachdem ihr so eine kleine Art Trichter gerutscht habt, also ihr rutscht einmal an dem Trichter vorbei, das gibt es öfter in Amerika, ich habe das noch nie in Europa gesehen, und dann knallt ihr mit eurem kompletten Boot dieses monströse Ding runter und hoch und es ist halt auf einmal kalt, es kommt eine Wasserladung von oben euch runter. Wir sind richtig hoch gerutscht, wir haben fast das Maximalgewicht von den beiden Reifen erreicht, deswegen sind wir echt nach oben gerutscht, rückwärts zurück. Ich habe auch echt geschrien, es war wirklich, wirklich eine krasse Erfahrung. Wobei ich sagen muss, dass der Trichterrutsche doch noch ein kleines bisschen stärker war. Aber das sind noch gar nicht alle Rutschen, die es Aqualibi zu bieten hat, denn innen drin gibt es auch noch ein paar Rutschen, die aber allesamt nicht so gut sind, wenn ich das so sagen kann. Ich kenne die Namen leider hier gerade nicht mehr. Ich weiß, es gibt eine Bodyslide, die ist auch ganz oben, die heißt Extreme. An der ist das Einzige, was extrem ist, ist die Enge. Es ist eine Bodyslide, es ist extrem, extrem eng, die runter zu rutschen. Ihr könnt euch nicht hinsetzen, das ist der Sinn der Sache meistens, aber es ist halt wirklich eng gewesen. Das gleiche gibt es noch in der Nummer weniger extrem drinne, auch nochmal. Ja, kleiner, sehr eng, aber nicht sonderlich spannend. 2 Reifenrutschen gibt es auch noch innen drin. Auch wieder eine, die nicht so extrem ist, die halt einmal im Kreis führt und das war's schon. Und wieder eine, die extremer ist, die ist direkt neben der Rutsche extrem anzutreffen. Ich glaube, die heißt Bibi Bibi. Ich bin mir gerade absolut nicht sicher. Ich versuche euch auch Bilder einzublenden von den Rutschen, damit ihr ein besseres Bild von den ganzen Sachen habt. Was mir wiederum gut an dem Schwimmbad gefallen hat,
ist die Wassertemperatur. Die war nämlich, obwohl momentan alles kalt ist, gar nicht mal so kalt. Es gibt auch eine Art Sohlebecken, nur ohne Sohle. Es war halt warm. Es war wirklich ziemlich warm. Es gibt noch einen Rapid River. Der hat mir persönlich gut gefallen, auch wenn ihr hier für gute Schwimmer sein solltet. Ich habe mich ein paar Mal unter Wasser gedrückt gefühlt. Und wenn ihr da nicht so gut schwimmen könnt, empfehle ich euch es nicht, auch weil es zwischendurch von oben Wasserfälle herunterkommen. Es geht manchmal rein, manchmal nach draußen von der Dunkelheit her. Wenn ihr nicht schwimmen könnt, nicht so gut schwimmen könnt, also ich sag mal Seepferdchen gerade so habt, empfehle ich euch den Rapid River nicht. Ansonsten hat er mir sehr viel Spaß gemacht. Mein Freund eher nicht so. Ich fand ihn recht cool. Die letzte Rutsche, die es innen drin gibt, ist Flash. Hieß die Flash? Die hieß Flash. Eine steile Rutsche ohne Fallklappe, Röhre, aber die war geschlossen. Ich kann euch nicht dazu sagen, sie sah ganz cool aus. Nicht sonderlich spannend. Einmal runter, das war's. Es gibt noch einen ganz kleinen Kinderbereich für die ganz Kleinen unter euch. Haben wir uns nicht getraut reinzugehen, weil es einfach so extrem voll war. Es ist heute ausgebucht und wir wollten nicht unnötig den Leuten, die halt dahin wollen, den Platz wegnehmen. Einen normalen Kinderbereich, wenn man das normal nennen kann, gab es auch noch mit ein paar Rutschen. Auch da sind wir aber nicht reingegangen, weil wir den Kindern einfach nicht den Platz wegnehmen wollten. Ansonsten, es sind sehr gehobene Eintrittspreise. Wenn ihr aber auf Adrenalin steht, habt ihr hier mit. Das sind 4 Rutschen, die euch auf jeden Fall Adrenalin schenken werden. Der Rest ist eher so meh. Eine Sache habe ich noch, die ich euch erzählen möchte, und zwar die Gastronomie. Dazu erzählt euch mein Freund jetzt mal was. Also, ihr seht mich jetzt nicht, aber ihr hört mich. Die Gastro ist unter aller Sau gewesen. Wir haben 2 Cola bestellt, haben gefühlt aber nur Wasser bekommen. Oder eher gesagt, ein bisschen, hallo, guten Tag, ein bisschen Sirup war da drin, aber auch nicht mehr, nicht weniger. Und das für einen Preis von 3,40 Euro. Da hättest du dir auch Wasser bestellen können für 3,60 Euro. Wir haben den Parkplatz bezahlt. Wenn ihr ins Walibi Belgien gehen wollt, bezahlt ihr 12 Euro. Wenn ihr ins Aqualibi, keine Ahnung, wie das scheiß Ding heißt hier, bezahlt ihr 10 Euro. Wir haben jetzt gebraucht knapp 3 Stunden. Es ist halt ausgebucht. Das heißt, es ist jetzt extrem voll. Die stehen für die Rutschen jeweils über 1 Stunde an. Kommt rechtzeitig, wenn man zur Eröffnung heute Morgen da kommt, vielleicht außerhalb der Ferien. Ansonsten hoffe ich, hat dieses kleine Review gefallen und ich hoffe, ich habe nicht zu laut und nicht zu schnell gesprochen. Wird schon irgendwie funktioniert haben. Bis zum nächsten Video.